Hier sehen wir das Hauptfenster von OBS und natürlich sehen wir es mehrfach, denn ich benutze OBS zum Aufzeichnen des Bildschirms, auf dem sich OBS gerade befindet. Auf der linken Seite sehen wir die Szenen. Ich bin gerade in Szene 2. Hier sehen wir, aus was sich die Szene zusammensetzt. Hier sehen wir den Audiomixer. Im Moment ist nur ein Mikrofon angeschlossen, deswegen sieht man auch nur einen Bereich. Hier sind die Szenenübergänge und hier die Steuerung. Bevor wir mit OBS beginnen können, müssen wir zunächst mal die Einstellungen anpassen. Im Allgemeinen kann man im Prinzip eigentlich alles stehen lassen. Stream überspringen wir jetzt zunächst mal, denn wir wollen zunächst ein Video aufnehmen und nicht unbedingt einen Livestream starten. Man klickt auf die Ausgabe. Man hat hier den Ausgabemodus einfach oder erweitert. Das ist jetzt ausgegraut, da ich OBS auch zum Aufnehmen dieses Screencasts benutze. Dann kann man während der Aufnahme natürlich keine Einstellungen durchführen. Die Audio-Bitrate ist ein bisschen hoch. Ich setze sie mal auf 24 Bit herunter. Apropos Audio, die Abtastrate 44,1 kHz entspricht einer CD, 48 kHz einer DAT beispielsweise oder anderen digitalen Aufnahmen, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Stereo ist in Ordnung, die anderen Geräte kann man ausschalten. Unknown USB Audio Device ist meine Webcam, die ich zurzeit zum Aufnehmen benutze. Da kann man auch andere Quellen auswählen, wie zum Beispiel eine Soundkarte oder einen eingebauten Audio-Input. Hier unten sind Medienquellen noch aufgeführt, die ich für ein anderes Projekt benutzt habe. Das können wir jetzt zunächst getrost außer Acht lassen. Bei Video sieht man, die Videoausgabe ist derzeit aktiv, deswegen kann man keine Änderungen einstellen. Wir sehen aber trotzdem die Einstellungen, die ich vorgenommen habe. 1920x1080 ist übliches HD und die FPS-Werte, das bedeutet Frames pro Sekunde, also Bilder pro Sekunde, liegen bei 60, auch das ist übliches HD-Format. Eine Szene kann verschiedene Quellen enthalten. Ich habe hier auf der linken Seite schon einige Szenen, die ich aus einem anderen Projekt immer noch angezeigt bekomme. Die bleiben einfach bestehen. Ich möchte aber weiter mit dieser Szene 2, in der wir uns jetzt befinden, arbeiten. Und ich möchte dazu eine zweite Monitoraufnahme, nämlich die von meinem Zweitmonitor, anzeigen. Dazu gehe ich folgendermaßen vor. Ich klicke hier in den Quellen auf Plus und wähle erneut die Monitoraufnahme. Die kann ich benennen, wenn ich eine neue erstelle oder eine existierende hinzufüge. Ich entschließe mich jetzt für das Benennen einer neuen. Und jetzt bekomme ich angezeigt, ob ich den ersten Monitor, der wird hier 0 genannt, oder den zweiten Monitor, der heißt hier 1, dafür auswählen möchte, ob ich den Mauszeiger darauf anzeigen möchte oder ob ich beschneiden möchte. Der Einfachheit halber nehmen wir einfach nur den Monitor. Ich habe das Aufnahmefenster ein bisschen zur Seite verschoben, um ein bisschen mehr Platz zu machen. Hier ist mein zweiter Monitor angezeigt. Der hat einen roten Rahmen. Ich hoffe, man sieht das auf dieser Aufnahme, mit dem ich die Größe einstellen kann. Das gleiche gilt auch für meinen Hauptbildschirm. Der zeigt hier jetzt den ersten Bildschirm an, auf dem nur das OBS-Fenster zu sehen ist. Und quasi als Bild im Bild habe ich jetzt die Monitoraufnahme des zweiten Monitors. Kann ich hier auswählen und dann erscheint auch wieder der rote Rahmen. Die Reihenfolge, wo die Quellen hier aufgeführt sind, ist durchaus wichtig, denn was oben aufliegt,
Das muss man sich so vorstellen wie ein Blatt Papier. Wenn ich ein Blatt Papier auf ein zweites Blatt Papier drauflege, dann sehe ich das unten auch nicht mehr, es sei denn, das obere ist kleiner. Deswegen habe ich diesen Rahmen auch kleiner gezogen. Wenn ich auf das Augensymbol hier drücke, wird die Quelle ausgeblendet. Sie ist zwar immer noch da, aber sie ist ausgeblendet. Ich möchte jetzt eine neue Szene anlegen, zwischen denen ich dann auch wechseln kann. In dieser zweiten Szene werde ich noch zeigen, wie man eine Fensteraufnahme implementiert. Zum Erstellen einer neuen Szene drücke ich auf Plus. Ich kann die Szene benennen, das lasse ich in dem Fall aber sein. Ich lasse einfach den Namen Szene 3. Ich klicke OK und dann wird die Szene angelegt. Ich habe jetzt Szene 3 angelegt und zwischendurch, ohne das aufzunehmen, bereits eine Monitoraufnahme eingefügt, sonst würde man gar nichts sehen. Ich möchte in dieser Szene 3 jetzt allerdings statt einer Monitoraufnahme eine Fensteraufnahme einfügen. Dazu klicke ich auch das Plus-Symbol, suche mir die Fensteraufnahme und erstelle eine neue. Die nenne ich jetzt Präsentation, denn ich möchte eine Präsentation hier einfügen. Jetzt muss ich nur noch das Fenster auswählen. In meinem Fall ist das LibreOffice, ein OpenOffice-Derivat mit einer unbetitelten Präsentation. Und auch hier kann ich die Größe verändern, indem ich den roten Rahmen größer oder kleiner ziehe. Auch diese Präsentation liegt über der anderen. So. Jetzt möchte ich noch kurz zeigen, was der Unterschied zwischen diesen beiden Typen ist, Fensteraufnahme und Monitoraufnahme. Dazu wechsle ich in den Studio-Modus. Im Studio-Modus habe ich zwei Anzeigefenster. Ich versuche das Ganze etwas größer zu machen, damit man es besser sieht. Auf der linken Seite sehe ich immer die Szene, die ich als nächstes haben möchte, in der Vorschau. Die kann ich hier anwählen. Ich habe ja vorhin den zweiten Monitor ausgeblendet, deswegen bleibt es hier schwarz. Und wenn ich Übergang drücke, wird es zwischen den beiden hin und her geblendet. Entweder per Schnitt oder durch Überblenden. Ich wechsle nochmal in den normalen Modus, damit man das besser sieht. Ich bin jetzt in Szene 3, die ich vorhin angelegt habe. Und ich kann jetzt meine Präsentation hier durchführen. Ich kann auf eine andere Folie wechseln. Ich könnte natürlich auch eine Webcam einbinden, indem ich hier ein Videoaufnahmegerät auswähle. Aber ebenso kann ich eine Medienquelle, wie zum Beispiel ein Video, hier einfügen oder ein Bild. Ich nehme jetzt einfach eine existierende, den Hintergrund. Ich habe den Hintergrund jetzt so positioniert, dass er das abdeckt, was nicht mein OBS-Fenster hier auf der rechten Seite ist. Es könnte aber auch zum Beispiel ein Video sein, was Sie hier schon vorproduziert haben und hier einfach einfügen wollen. Das macht beim Aufnehmen vielleicht nicht unbedingt so viel Sinn, da man dann sowieso schneiden kann, aber beim Live-Streaming durchaus schon. Wenn es ums Aufnehmen geht, sind wir damit eigentlich schon fertig. Wir können das nun entstandene Video in einer Videobearbeitungssoftware weiter bearbeiten, zum Beispiel kürzen, mit Titeln versehen oder ähnliches. Oder aber wir können es direkt auf YouTube oder ähnliche Plattformen hochladen, vielleicht auch auf eine schulinterne Cloud, was natürlich noch besser wäre. Wollen wir das Ganze aber streamen, müssen noch ein paar Einstellungen gemacht werden. Wir klicken dazu nochmal auf Einstellungen. Und dann muss hier eine URL eingetragen werden, die man in diesem Fall bei Facebook findet, und ein sogenannter Streaming-Schlüssel. Wo man die für YouTube herbekommt, möchte ich jetzt kurz zeigen. Man muss natürlich bei YouTube angemeldet sein. Dann klickt man auf Video erstellen.
Livestream starten. Auf Stream. Dann gibt man einen Titel ein, setzt es entweder auf öffentlich, nicht gelistet oder privat. Man wählt eine Kategorie, in unserem Fall wäre das wahrscheinlich Bildung. Dann kann man noch die Zielgruppe definieren, zum Beispiel nein, es ist nicht speziell für Kinder oder ja, es ist speziell für Kinder. Und man kann auch eine Altersbeschränkung hier einstellen. Hier sollte man eine Beschreibung einfügen. Man kann das Ganze auch für später planen. Diese Einstellung muss man übrigens machen. Dann drückt man hier nicht auf Jetzt streamen, sondern auf Streamen. Ein Titel erstellen ist notwendig. Man drückt auf Streamen. Die Streaming-Software haben wir schon heruntergeladen. Hier findet man die URL, die wir vorhin gesehen haben. Man klickt einfach auf Kopieren und fügt sie in den Einstellungen ein. Und den Streaming-Schlüssel ebenfalls. Der ist unsichtbar gemacht, denn der ist für jeden Stream und für jeden User individuell. Das kopiert man auch da rein. Dann drückt man hier auf Streaming starten und wartet darauf, dass sich die Software mit YouTube verbindet.